besonders oder warum bist du heute hier? Ich bin heute hier, weil es die Ebel Cosmopolitan Einladung gibt und das Event, und ich finde einfach beide toll. Ich lese gerne die Cosmopolitan und ich finde die Uhr halt ziemlich klasse, und so ist auch dieses Wiesn-Event. Es ist classy, wie ein Familientreffen. Und der Luc Oprinsen, der eben diese Ebel-Uhren hat, der ist auch so ein ganz toller, charmanter Mann. Was hast du heute für eine Ebel-Uhr? Was ist so besonders an der? Das ist aus der neuesten Kollektion, das ist die Wave Collection. Und es ist eine Bicolor. Also was ich sehr gerne mag, ist einfach, dass es zweifarbig ist und ich brauche immer ein bisschen Glitzer. Also Diamanten drumherum, so ein Bling-Faktor ist mir dann auch schon wichtig. Ist der Bling-Faktor auch auf der Wiesn wichtig? Also beim Dirndl bin ich von den letzten Jahren von sehr viel Pailletten und Glitzer bin ich weggekommen. Ich mag es gerne jetzt ein bisschen schlichter, ein bisschen classy, sophisticated. Das gefällt mir jetzt im Moment am besten. Morgen hast du ein eigenes Event. Kannst du ein bisschen uns davon erzählen? Ich habe ja ein Frauennetzwerk, Michaela's Ladies Lounge. Und uns gibt es seit 7 Jahren. Wir sind so ungefähr 400 Damen, so in und umherum München, also bis nach Friedberg, Memmingen, Nürnberg. Und wir treffen uns einmal im Monat und traditionell immer einmal im Jahr auf der Wiesn. Da gibt es Dirndlpflicht. Und wir machen das immer im Café Mohrenkopf, weil die Katharina Wiemes eben auch in meinem Ladies-Netzwerk drin ist.